So Leute, heute, wo bin ich in der nächsten Zeit unterwegs, in welchen Städten, wo könnt ihr mich treffen, vor allen Dingen über welche Themen rede ich, dann Endphase, in wenigen Tagen geht's los mit meinem Lernportal, wo soll die Reise hingehen, wo wird der Start sein, wie kombiniere ich Videos mit Skripten, mit Quizzes, mit Fragen und Antworten. Dann, was habe ich so in dem Bereich Mathe-Videos mit 3D-Animation, vielleicht Virtual Reality vor und ein, zwei Sachen über Podcasting, das geht gerade richtig ab. Viel Spaß! So, zwei, drei Einblicke, wo ich in der nächsten Zeit bin, wo ihr mich trefft. Kurz nochmal hier der Link, was ich alles so mache, ist, finde ich immer, ich weise immer wieder darauf hin, damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr auch gleich in der Sequenz mal Einblicke bekommt, was ich so mit dem Team immer bespreche zum Thema Lernen digital, Lernen vor Ort. Das macht natürlich nur einen Sinn, wenn man auch schon viel in all den Bereichen getestet hat und seine Learnings draus gezogen hat. Jetzt mal zwei, drei richtig coole Auftritte, wo ich mich drauf freue, wo ich euch vielleicht vor Ort auch dann treffe. Dazu nehme ich euch mal eben direkt mit auf die Seite. Ich verlinke euch auch die Sachen unten drunter. Das ist einmal Online Marketing Rockstars Festival Hamburg, 22.23.3. 40.000 Leute, da geht richtig die Luzi ab. Big Stage, mehrere tausend Leute im Publikum und ich bin um 13:30 on stage. Da wird mein Thema sein, Ansatz bei YouTube, wirklich natürlich das oberkrasse Mathematik so zum Hype mal gemacht. Dann Bildung allgemein, wie ich ja da auch meine Geschichte erzähle, was ich sonst für Projekte im Bildungsbereich mache, um da den Leuten wirklich deutlich zu machen, hey, da ist sowas wie Bildung und das geht gerade richtig ab. Ich bin auch im März am 15. 16. bei Start Summit in St. Gallen in der Schweiz, also für die Schweizer unter euch. Da wird es einen Schwerpunkt geben, unter anderem Künstliche Intelligenz, hört sich jetzt wild an, ist aber ein Riesenthema, wo ich auf Dauer auch hin möchte, wie man Künstliche Intelligenz nutzen kann, um das Lernverhalten zu optimieren. Dass wenn man nämlich mal mit Videos lernt, mal mit Text, mal vor Ort, mal in Online-Kommunikation, im Chat, wie man das erheben kann und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz per Datenanalyse auswerten kann, um euch dann zu sagen, hey, jetzt ist dein Zeitpunkt zu lernen mit dem und dem Format, mit dem und dem Medium. Und im April schon mal, das ist in Mannheim, Q-Summit, richtig cooles Event, war ich letztes Jahr schon, werde ich auch nochmal in den nächsten Wochen genauer drüber sprechen. Da bin ich on stage und spreche nochmal verstärkter über das ganze Thema auch Entrepreneurship, also Gründen, was habe ich da für Erfahrungen gemacht, wo hat man Fehler gemacht, wo hat man draus gelernt, Tipps und Tricks, worauf solltest du beim Gründen achten, wo geht da die Reise hin, wo habe ich überall meine Finger im Spiel, wo kann ich helfen, wo können wir vielleicht zusammenarbeiten, vielleicht für die, die jetzt fragen, die schon über meine Website letsrockmathe.de Anfragen geschickt haben für Projektzusammenarbeiten. Ich bin in der Analyse, wo kann ich was aufgreifen? Leider hat auch nur mein Tag 24 Stunden. Ich habe schon eine Verlängerung beantragt. Ist noch nicht durch. Kommt alles, ich bin dran. Und ja, vielleicht sehe ich euch vor Ort. Alle weiteren Termine findet ihr auch bei mir auf der Seite unter Events. Und die werde ich auf Dauer auch auffüllen und da wird es noch mehr geben. Ihr seht jetzt so ein bisschen, wie so übliche Brainstorming-Sachen aussehen, wenn ich auch mit dem Team zusammen bin. Mal kein Mathe speziell. Ihr seht hier eigentlich weiter rechts gelagert, wie es bisher immer war. Wir lernen vor Ort. Ne? Und dann kam jetzt irgendwann halt
ne, im Zuge von Internet, Technologie, die Möglichkeit, Sachen digital abzudecken. Mein Ansatz ist jetzt eben, ich habe meine Videos genommen, wie kann ich sie mit Skripten oder textmäßigen Sachen kombinieren, wie kann ich Quizzes oder Verständnisfragen dazu einbauen. Das heißt, wenn es jetzt um irgendein Thema geht, was klassisches, wie ist eine Funktion aufgebaut, in Textform, dazu noch ein Video, eine Verständnisabfrage und dann natürlich Aufgaben mit Lösungen dazu, damit ihr, wenn ihr Aufgaben mit Lösungen macht, dort darüber auch nochmal natürlich prüfen könnt, habt ihr es verstanden? Oftmals war es bei mir auch so, dass ein Verständnis gekommen ist, wenn ich mir eine Aufgabe mit Lösung angeschaut habe. Dann kann man ja nochmal, ne, so einen kleinen Lernschnipsel irgendwo nehmen, vielleicht nochmal ein Video und dann in die Tiefe gehen. Oftmals, wenn dann noch eine Frage ist, haut die Frage rein. Es ist ja oftmals so eine Kleinigkeit, die man dann löst. Wie kann ich das jetzt eben verbinden in bester Form? Und auf Dauer, auf lange Sicht, dann eigentlich das Interessante ist eine Lernanalyse. Wann bricht man ein Video ab? Geht von einem Video zum Beispiel zu einer Verständnisfrage, geht direkt zu einer Aufgabenlösung, wann bricht man hier ab und geht wieder zurück? Und darüber kann man auf lange Sicht dann das Lernen wirklich perfekt individualisieren. Ich werde in den nächsten Tagen nochmal speziell ein Video raushauen zu dem, was ich mir da überlegt habe, wo wir da auch in die Tiefe gehen, mit einem kleinen Extra-Special noch für euch. Schaut da rein. Und auf Dauer, nicht alles ist digital, sondern wie kann dann dadurch die Live-vor-Ort-Phase optimiert werden? Ich habe hier so ein bisschen wieder geskribbelt. Immer noch einer ist mit einer kleinen Gruppe vielleicht am Präsentieren. Dann gibt es eine kleine Gruppe, die macht, keine Ahnung, selbstständiges Erarbeiten von einem Problem. Dann gibt es vielleicht eine ganz kleine Gruppe, die irgendwie anwendungsorientiert dran ist. Das ist schon die Richtung Lerncoaching, statt wir sitzen einfach in Schule oder Uni und machen Wissenstransfer von meinem Kopf in eine große Menge von 30 bis 200 Leuten in deren Köpfe. Das ist noch ein bisschen weit weg und so mache ich es wie immer. Ich teste, ich hole mir Feedback ein. Das Kritische ist meist immer das Beste, dadurch kann man eigentlich nur optimieren und so kann man auf Dauer dann auch diese Geschichte digital, live vor Ort auch hier wieder kombinieren und schauen, wann breche ich hier ab, wann gehe ich dann vielleicht mit jemand zusammen und übe live vor Ort. Und das ist spannend auf Dauer. Ja, war ein langer Tag, viel gearbeitet, viel darüber nachgedacht, wie kannst du noch Optimierungen im Lernportal vornehmen, auch schon in der Beta-Phase, jetzt im Testing, Feedback eingeholt. Vielleicht zum Schluss noch ein paar Infos. Ihr habt vielleicht bei Instagram, Snapchat oder Facebook mitbekommen, meinen Post, wo ich in einem riesen Studio produziert habe. Es geht da um Mathe-Videos mit 3D-Animation, vielleicht auf lange Sicht auch irgendwas Richtung Virtual Reality, Mathematik, Geometrie im Raum. Da gibt es auf jeden Fall in den nächsten Wochen weitere Infos. Da läuft jetzt gerade noch die Postproduktion. Da bin ich wieder, wie ich bin und teste aus. Ich habe da auch bei den Aufnahmen einen Vlog erstellt. Dauert noch ein bisschen, ich denke mal Mitte, Ende März. Eine Geschichte, die gerade unheimlich abgeht, ist Podcasting. Da habe ich so den Schwerpunkt auf ja, Kommunikationsänderung, Kommunikation im Wandel, in Firmen. Was hat das für Auswirkungen auf das Arbeiten, auf das Lernen? Ich versuche, die Podcasts auf möglichst allen Kanälen rauszuhauen. Ich nutze gerade Anchor, das ist eine super App. Die gehen gerade richtig gut ab, automatisieren meine ganzen Sachen, hauen das bei iTunes raus, bei Google. Ich verlinke euch hier meine Podcasts, da könnt ihr dann mal reinhorchen. Wenn ihr Bock habt, gebt mir natürlich auch eure Rückmeldung. Geht wie gesagt gerade gut ab und ich merke diese Richtung, dass immer mehr das Ganze dazu geht, egal ob man dann laufen ist oder beim Autofahren, ich höre halt gerne.
irgendetwas und lasse mich dann mit Informationen berieseln und ich versuche da euch möglichst viel Werthaltiges zu geben. Ja, ansonsten, ihr habt es ja gesehen, ich habe heute auch ein bisschen den Mix versucht, zwischendurch ein bisschen Sport gemacht. Ich hocke ja hier in meinem Studio, / in meinem Workspace, den ich auch mal irgendwann zwischendurch gegründet habe. Ich teste gerne, ich probiere gerne alles aus, mögliche Konzepte vor Ort, offline, als auch eben online, um dann das Ganze zu kombinieren. Schaut gerne, wie gesagt, rein, macht euch ein Bild. Ich freue mich auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Monate. Das wird ein echt extrem spannendes Jahr 2018 mit vielen Projekten, die ich versuche, cool miteinander zu verbinden und damit die Zukunft mitzugestalten. Bis dann.